Diablo mindestens gleichziehen kann, laut allem, was ich bisher gehört und gelesen habe an Kommentaren. Okay. Aber halt nur 15 € kostet. Ja, gut. Torchlight kostet auch nicht viel. Ja. Und So, ich ja, doch, ganz klar, ja. bin jetzt verbunden. Ich sehe es, ja. Guck ihn nur an. So, gib mir mal noch einen Moment. Ich hoffe, ich kann den Steuerung gleich wieder benutzen. Den Schirm? Regenschirm? was? Nee, ist die Steuerung. So, ich wollte nochmal den Ton leiser machen hier, in-game. So, Fähigkeiten. Ich habe noch Fähigkeitspunkte. Ach, guck mal ihn an. Nee, ich nicht. Schade. Wette, da hat er nur irgendwas wieder nicht mitgenommen. Schaden. Ich glaube, Schaden war das. Denn Nahkampf. Achso, nee, oder ich habe den einfach wirklich über. Ich frage mich halt, ob wir jetzt das erste Mal oder das zweite Mal mit Jacqueline reden. Na, die Rollläden sind da noch oben. Warte mal, ich Ja, guck. stimmt, ne? Das, ja. Lass mich Wenn wir das mal erste Mal kurz quasi. nach der Leiter da hinten gucken. Ja. Okay, willst du runtergehen? Sie scheint, ach so, ja. Ich habe geguckt, ob die. Ich wollte es benutzen, aber sie scheint unten zu sein. Gut. Das hätte ich hier runter machen können. Den Rammer ignoriere ich jetzt mal. Ach ja, meine. Moon ist ja alle. Oh, ich. Zu viel. Dein Metro. Moon. Ja, die, zu viel Metro. Die Moon. Moon ist alle. Gib mir die Moon. Kollege. So, ja. Dead Island Riptide. Ich glaube, der Stream läuft. Ich habe mir jetzt. Sonst habe ich immer noch einen Laptop hier stehen, wo der Stream an ist, damit ich verfolgen kann, ob alles läuft. Aber der Das. Laptop steht gerade in der Küche. Weil ich vorhin beim Abendessen machen eigentlich auf YouTube noch ein paar Videos gucken wollte. Was dann aber nicht geklappt hat, weil meine Tochter neben mir stand und dann kann ich mir leider gerade keine Videos angucken. Keine Pornos auf YouTube. Ich kann mir dann auch. Nee, eigentlich wollte ich sagen, ich kann mir dann leider kein GGTV angucken. Ah ja. Ja, das, wenn da über Resident Evil geredet wird, geht das einfach nicht. So, zurück. So, halt, Okay. komm, wir wollen jetzt. Wie wär's, wenn du mal anmoderierst, Ach mein so, ja Freund? eben, ne? Oder wollen wir erstmal machen, oder? Ach Wir ja, haben wir ja den müssen ganzen ja. Kack schon gemacht, Ja, ne? dann machen wir Aber das jetzt nochmal machen wir schnell. einfach mal. Kennen wir alle schon. Kennt ihr noch nicht jetzt, die jetzt live zuschauen, aber wir kennen das schon. Ja. So, sichere den Vordereingang der Kinos. Hä? Was denn? Ja, das ist das mit den Rollläden runterlassen. Ach so, okay. Und sichere die Hintertür. Ach so, ah, ja. So, Hammer. Schlüssel, Hammer. Super. Hier unten, glaube ich, lang. Nee. Nee. Ach ja, hinten war das, war. Oben, ne? Ja, irgendwie da, denn links, glaube ich. Nee, Gott. Lauf mich hier. Da ist die Treppe, glaube ich. Ah ja, genau. Richtig. Obwohl, eigentlich schade, man könnte. Naja, gut, wir wollen jetzt ja schützen. Sonst könnte man hier eigentlich gut rausgehen, glaube ich. So eine kleine Tür lässt sich halt immer gut verteidigen. Vor allem mit den Gittern hier vor. Können nur aus einer Richtung kommen. Da hätte man so geil sich denn einen Stützpunkt machen können. Ach, wir riegeln das alles ab hier. Na gut, bei Bedarf kann man sehr hochfahren und rausgehen, wa? Das stimmt ja. Nee, die So. Frage ist, wie lange die Dinger halten. Also ich bin gespannt. Falls Ja. irgendwie noch ein Angriff kommt. Joa. Mal kurz. Rede mit Jacke. Reinlassen. Ich will nicht schon wieder den ganzen Mist mit mir rumschleppen. Ja, und dann wundere ich mich immer, wenn da auf so einem Haufen so viele Waffen liegen. Ja, wie heute, als wir aufgenommen haben, vorhin, da habe ich auch, glaube ich, fünf Schusswaffen oder so auf einen Haufen geschmissen. Auf dem Dach, ja. Ich hab's Ja. gesehen. So. So, Okay. Ich glaube, hier waren wir jetzt, oder? ja? Ich weiß Aber die nicht haben, wie. glaube ich, noch abgegeben, ne? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Glaube auch Nee. nicht. Okay, dann, warte, ich switche raus. Ja. Mache den Audiokram Oh. an. Meistens haben wir schon mitbekommen, dass ich im Fenstermodus spiele. Das heißt, ich kann doch jetzt unten schön mal auf unsere Uhr linsen, auf meine Uhr. Von der Taskleiste. Schreibt mir das wieder auf. Ich habe mir ein neuen Blatt, neues Blatt genommen. Ich Ja. habe auch meine Uhr neben mir liegen. Da steckt noch So. der Wecker, ey. 5:30 Uhr, ey. Das könnte ich kotzen. 21:28 Uhr. Okay. Dann geht's los in 3, 2, 1. Beziehungsweise ich habe aufgenommen in 3, 2, 1. Ja, genau. Ihr wisst schon. Ja, dann mache ich mal. Ja, hallo und herzlich willkommen und. Nee, das war alles Kacke. Egal, wir sind hier. Ja, ich sag Riptide. trotzdem hallo, herzlich willkommen bei Dead Island Riptide Folge 36. Schon noch verkackt, ey. Ja, komm, ich.
Wir machen heute mal ein bisschen was Besonderes für alle, die bei Kalix zugucken. Und zwar mache ich gerade hier einen Livestream draus. Ich nehme das auf und werde dann am Ende aber das auch als Let's Play-Folgen nochmal ein Stück schnipseln am Ende. Guck er mal an. Guck einer an, ja. Zumindest ist es so geplant, wie ich das Ganze umgesetzt bekomme, das, ja, ne? Stimmt schon. Ja, wir Ja. müssten mal wieder hier noch eine Quest nachholen, weil wir haben ja eine Pause gemacht vorhin in der Session. Deswegen mussten wir jetzt nochmal die Rollläden schließen. Ja. Richtig. So, Jetzt schließen ja, wir wie den Kack endlich mal ab hier. ihr schon gehört habt, wir haben immer noch den gleichen Tag. Wir nehmen jetzt abends weiter auf, weil die Frauen sind außer Haus. Ja, ausnahmsweise. Gut. Aber wenn es jetzt sicher für die anderen ist, wie kommen die rein? Die müssen auch irgendwie hinten rum, wa? Über die Leitung. Yeah. Sind bald in Sicherheit. Hast dich draußen mal umgeguckt, ey. Ja, drin ist es sicher. So, Bastelwettbewerb für Harlow. Quest fehlgeschlagen. Oh, was? Hä? Ach so, ist jetzt Harlow Ach. weg? Stirbt die jetzt oder was? Keine Ahnung. Oder das war irgendwie abschnittsbegrenzt? Ich habe keine Ahnung. When the plague first hit, everyone left. I thought the authorities would eventually come, so I stayed behind. I was worried about looters. Little did I know that would be the least of my worries. Everything I own is in this theater. I couldn't bear to leave it behind. But now, after all that's happened, I'd like to go with you. You're welcome to come, but no promises. We're all in the same boat here, and as far as I can tell, this son of a bitch is sinking. Er ist ehrlich. So sieht's aus. Paulo ist nicht da. Ja. Warum? What the hell happened here? The disease spread so quickly, the army created a quarantine zone. Nicht schon wieder Quarantänezonen. From the outside, the base looks intact. As I said, Commander Briggs is a friend of mine. This base is our only chance for rescue. We must get in there. I wouldn't. The military abandoned this town and everyone in it. They locked themselves in that base. Anyone who approached, anyone seeking shelter, was shot. After a while, people stopped trying. Bloody heroes, eh? Jesus. Look, they must have thought those citizens were infected. Otherwise, they would never have done something like that. Sure they would. Just like they did in Benoit, just like New Orleans. Man, that's just how it works. Is Harlow here? I thought she was with you. Aha. Nein. I thought we ran like crazy. I thought she was with us. Fuck! You left her behind, just like you'd leave us all. Jesus Christ, woman, get a grip. Or what? You gonna hit her? Chima is right. All you immunes are getting a little crazy. Crazy how? What the hell are you saying? You don't trust us now? Well, maybe we don't fucking trust you. Everybody, just calm down. It's the chemicals, the mutagens. Look at them. They can barely control themselves. Come on, people. We've gone too far to give up now. Stay here while you check the base. If the guards make trouble, I'll talk to them on the radio. It's the only way we're getting out of this alive. Do your job. We're leaving no one behind. So ist das also. Okay, und was ist mit Harlow? Wir drehen nicht durch. Ich laufe gerne mit einer Schrotflinte durch die Gegend. Oh Mann, ja. Ja, genau. Henderson ist sicher. Rede mit Marvin. Marvin. Oh, schön. Aufstieg. Wir können. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Harlow. Also ich würde eigentlich am liebsten jetzt Harlow suchen, weil irgendwie fand ich die. Ja, die waren nett. Ja. So, was denn? Können wir nicht mehr, oder? Also warte mal. Was haben wir denn hier so? Quests. Wir haben ja immer noch sicherer Ort. Das wäre auch mal interessant, wo das sein soll. Oh Gott. Oh was, Gott. Was? Das ist ganz im Süden, also ganz unten. Okay, dann also später wahrscheinlich dann erst, ne? Müssten wir uns einmal durch die Stadt nach unten kämpfen. Joa. Da wären wir ein bisschen unterwegs.
Nachbarschaft. Ach so, nee, Nachbarschaft war das. Geschichtsstunde alternative Medizin. Ja, die haben wir abgeschlossen. Die müssen wir ja zu Dingens bringen. Ja. Müssten wir eigentlich mal mit Schnellreise, können wir das einmal machen. So offscreen-mäßig oder so irgendwie. Ja, denke, das wäre das Beste. Suche die Krankenstation, alternative Medizin. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, ich glaube, die hat sich irgendwie resettet. Durch, als wir mal wieder Pause gemacht haben. Ach, so, ich nehme jetzt mal das hier an mit kontaktiere die Basis und sowas, wa? Ja. Just be careful about it, all right? We don't need to start World War. Das ist schon okay. Ja. Ey, jetzt, aber mal ganz ehrlich, wir wollen mit den Soldaten zusammenarbeiten, müssen aber erstmal deren Basis einreißen während eines Zombie-Angriffes. Na gut, ich quatsch ihm schon wieder dazwischen, aber jetzt mal ernsthaft. Also, wenn ich sehe, dass da wenn da einer ankommt, der die meine Basis einreißen will, den würde ich auch platt machen wollen. Ach, vor allem, wir haben jetzt das Kino. Warum wollen die woanders hin? Ja, weil sie hier von der Insel weg wollen, denke ich mal. Hast du es angenommen? Ach so, ach du, das ist das Gleiche, ja, ne? Ja. Ach, guck einer an. Okay. Dann nimm sie mal an. So. Was? Granaten? So, okay, ich vermisse für Colonel Horny. Ach so, cool. Ja, ja. Ich glaube schon. Ich bin mir auch hier so unsicher. Die plappern so viel dazwischen, ey. So, neue Quest, ja, stimmt. Nehme ich mal an. Hi, Aluminiumrohre. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Scheiß hab. Ja, ich. Ich hab nichts. Hab, zumindest kann ich sie nicht alle abgeben, warte mal. Gott, wo ist es denn? Ich wahrscheinlich dann später jetzt erst, ne? Ich habe ein Aluminiumrohr. Okay, warte. Dann habe ich vielleicht auch eins. Hat blaue Schrift. Ach so, blaue, Hilft dir vielleicht beim Suchen, dachte ich, im Inventar. Und dann modifizierbar ist. Oh, hier. Warte, komm, Handel. Ist ja sehr schick. Dann machen wir das doch gleich. So, jetzt. Warte, abgeben. Ah, ich hätte auch geben können, oder? Ich hab's jetzt gerade. Ach so. Zack. So, bitteschön. Noch mehr Granaten. Ja, ich habe wieder Granaten, um die durch die Gegend zu werfen. Ja, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Nee, ganz. So, haben wir jetzt alles? Ja, Waffenstufe. Das und Granaten. Voll. Sollte man vorsichtig sein. So, ich guck gerade, ich skill gerade mal noch schnell hier. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Ja, ne? Machen wir das hier mal noch weiter. Ich jetzt ewig hier rumsuche. So, ich brauche jetzt nicht reparieren. So. Scheiß auf reparieren. Ich will jetzt hier ein bisschen was niedermachen. Ja, schon ewig. Nicht so, ja, nicht so, dass ich Aggressionen hätte, aber das ganze Blabla in Dead Island ist jetzt. Ja, so viel, keine Ahnung. Also so viel Mühe brauchen die sich um diese Geschichte auch nicht machen. Machen sie ja sonst nie. Nee, ach, eigentlich finde ich das ganz gut so, aber manches ist, glaube ich, schon wieder, es wirkt irgendwie dann doch übertrieben beinahe. Ja, das stimmt. Du bist ja irgendwo auf den Dächern lang gerannt, wa? Hinter dir, ja. Ja, ich wollte hier nochmal einen Blick werfen. Ich habe geguckt irgendwie, ach, wir müssen jetzt darüber, über die Brücke. Oh, guck mal, komm mal hier hoch. So eine Insel. Nee, schade. Guckst halt auf die Karte. Ja. Ja, da unten ist auch sicher. Ach nee, ich habe noch die falsche Quest, glaube ich. Ja. Ach du Scheiße. Darüber. Das ne? Ja. Das ist die Militärbasis. Okay. Also irgendwo hier runter. Ich springe einfach mal rüber. Aber ist es sinnvoll, auf der falschen Seite runterzulaufen? Hier ist eine Postkarte. Okay, es ist sinnvoll, da runterzulaufen. Ich verstehe. Zack. So. Immer sinnvoll. Ja, stimmt, ja. Ich habe voll falsch geguckt. Oh, naja. Hier ist noch eine Kiste. Naja, zuverlässige Machete braucht keiner von uns. Naja, alles Kacke. Schade eigentlich, wa? Ja, wir sind schon wieder. Schnittwaffen wären bestimmt auch geil gewesen. So
beziehungsweise ja, die sind ja auch geil. Das macht ja auch Spaß, vor allem, weil du denen damit halt die Körperteile abtrennen kannst. Klingt jetzt irgendwie gerade falsch, glaube ich. Aber wir müssen aber wieder ins Kino rein. Nee, das bringt nichts. Dann müssen wir hier irgendwo runter. Nee, wir müssen da oben ist ein MG drauf. Also wenn wir das hier nicht... Das werden wir hier noch ordentlich verteidigen müssen. Scheiße. Da kommen wahrscheinlich auch ein bisschen viel mehr. Weil das Ding ist ja gut geschützt an sich. Wenn du es so jetzt siehst. Wo hast du denn da großartig Eingänge? Nirgendwo. Eben. Und wir sind oben auf dem Dach, ja. Also die müssen quasi erstmal die Leitern hoch. Ach so, du bist schon unten? Hä? Ja, ich bin über das Zwischendach einfach runter. Ach so, ach. Ganz schlauer hier. Ja, war witzig. Ich hab dir zugeguckt. Ah, hier kommen sie. Oh. Ach Gott, ey. Du hast wieder neue Freunde gefunden, wie ich sehe. Ich mach sie alle kaputt. So. Zack. Ja. Oh, scheiße. Ich lieg am Boden. Oh. Ja, kein Problem. Hab ja nur 4000 verloren. Das ist genug? Ja, ist schon nicht wenig, aber scheint's ja auch nicht so zu brauchen, wa? Ja, das stimmt ja. So viel Geld irgendwie, wie wir hier kriegen. Gerade irgendwie Fußball, sag mal. Ich höre hier so über uns Geräusche. Ach stimmt, heute ist Pokalfinale, Bayern gegen Stuttgart. Alles klar, das erklärt die Rufe. Aber, naja, weiß nicht. Bin halt nicht so der Fußballtyp, das wissen die meisten mittlerweile. Bin jetzt nicht so der Bayern-Fan und Stuttgart interessiert mich eigentlich auch im Dreck. Ja. Wow, so, ich habe einmal um mich rumgeschlagen. Zack. Daher. Nee, also Sunny könnte sich mal melden hier. Sunny, wenn du das hörst, wenn du zufällig zuschaust. Wann kommst du nach Hause? Ja, melde dich. Das klingt schon ein bisschen schlimm, wenn du gerade da fragst, wann deine Freundin wieder nach Hause kommt, ja? Ich bin alleine. Es ist dunkel. Du bist so einsam. Ich hab Angst vor Einbrechern. Vor Einbrechern? Ja, ja. Und vor Zombies. Für Zombies gibt's auch hier ein adäquates Mittel. Ja, schön Brecheisen rausholen. Naja, geh mal in deine Küche gucken, da hast du bestimmt irgendwas Hilfreiches. Ich hab nur irgendwelche Brotmesser. Naja, im Ernstfall tun die es auch. Guck mal, was die Wurfmesser hier sind, also. Keine Ahnung, ich hab eine gute Messersammlung. Ja. Ja, wir brauchen mal so einen richtig geilen Messerblock. Soll, gut, also von der Ausstattung her natürlich. Aber Messerblöcke sollen eigentlich gar nicht mal so gut sein, weil dann die Keime da innen drinne immer bleiben. Okay. Was ja zumindest so vom technischen her Sinn macht, weil ist ja unten hin immer meistens zu, so ein Ding. Ich habe zum Beispiel lieber so eine Magnethalterung für meine Messer. Ja, okay, das sieht auch ganz cool aus. Ja. Vor allem hast du sie dann schnell in der Hand, kannst du schnell an der Wand wieder ranpappen. Ja, kannst einfach mal an der Wand werfen. Ha. Nee. Was mir dabei wichtig ist, ist wieder der Punkt mit der Kindersicherheit. Ja, okay. Das ist auch nicht so sicher, oder? Doch, also sagen wir so, die ist jetzt nur nicht irgendwie... Nachdem, wie hoch es hängt, ne? Die ist jetzt nicht zwei oder so, dass sie keine Ahnung hat, was Messer ist. Die lässt da die Finger weg, aber wir hatten die vorher halt alle in der Schublade, relativ lose auch noch. Ja, okay. Dann kann es außerdem mal passieren, dass du reinlangst. Genau, und wenn die jetzt alle am Magneten dran hängen, dann kann das nicht sein, dass man da aus Versehen mal rankommt. Ja, das stimmt. Also schon ziemlich geil. Und du siehst, ob sie dreckig sind oder nicht. Ah, okay, ja. Ja, nee, da habe ich keine Ahnung von. Ich habe mir noch keine Gedanken um Kinder gemacht. Ja, das, Eine Postkarte. Habe ich bis vor ein paar Jahren auch nicht. Obwohl ich das auch noch gar nicht so lange habe, dieses Magnethalterungsteil. Aber, wir haben uns drauf geeinigt, nicht vor Ende des Studiums. Inventar voll. Jetzt habe ich das auch. 90? Das ist dann Leck, ja. So. Nicht vor Ende des Studiums, ja, wäre eigentlich besser. Müssen wir hier lang? 10 Ausrufezeichen. Ja, warum? Ups. Was ist hier? Da steht bestimmt wieder Dave und will einen Film drehen. Nee, Damien. Nee. Du Damien? Damien, Er hilft Damien bei seiner Arbeit. Ja, hallo, darf ich mich fallen bitten? Am Arsch! Haben wir. Okay. Welche Batterien?
R6. Ja, welche? Normale Batterien nur, ja? R6? Genau. R6. Brauche ich einen Batterieblock? Hier sind auch. Waren wir hier nicht mal? Nee, wir waren in einem ähnlichen. Die sehen hier. Todespirscher. Sehen hier fast alle gleich aus. Das ist ein Bauplan. Ja. Ah, ich kam sogar noch dran, so durch euch beide durch, ihr Helden, ey. Ich mach mal kurz meine Waffen wieder in Ordnung. Also ich kann nichts abgeben, batterienmäßig. Auch nicht, wir müssen wohl wirklich wahrscheinlich spezielle. Ja. Ja, ist ja gut. Alle dick hier. Da drüben irgendwo, ich gehe einfach mal hin. Hier, achso, nee, das sind Nahrungsmittelkonserven. Hier. Ich fühle mich verarscht. Hier ist rot. Grün, meine ich. Ja. Ich bin hab die falsche Quest mal wieder aktiviert. Ich hab sie an, ja. Das ist genau die. Also hier irgendwo im Umkreis müssen Batterien liegen. Batterien? Ja, warte mal, ich hab doch irgendwo was blitzen sehen. Batterien. Öffnen, Bleiche. Naja, fast. Batterien. Okay. Das ist nur ein Kabel, keine Batterien. Ich sollte mal die vielleicht doch. Das ist eine Dead Zone. Sagt nicht, wir müssen da vielleicht runter. Wo ist ein Dead Zone? Quests. Welche ist das denn? Erinnerung? Nee, doch. Erinnerung. Oh, jetzt habe ich auch den grünen Bereich. Sehr schön. Jetzt weiß ich. Kreis. Ja. Ich fühle mich in so einem Moment immer ein bisschen. Batterie. Verarscht. Geil. Rede mit Damien. Ich gehe mal. Fertig. So einfach. Na, so hoch. Weißt du was? Geh alleine hoch. Rennt an mir vorbei wieder der Schwarze. Ist unfassbar. Ich bin Usain Bolt. Ja. AKA Sam B. Ja, deswegen das B, ne? Du bist Sam Bolt, der Bruder. Der Erfolgreichere. Rapper und Sprinter. In einem. Der hat irgendwie Alzheimer. Nulloden? Was denn bitte? Nulloden, glaube ich. Ach, Nulloden. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Weiß ich nicht. Nulloden. Wo sollen die denn sein? Habe ich noch nie gehört. Irgendwie sehr weit weg, da müssen wir gar nicht. Aber, bringe Harlow 7 Stahlrouten. Harlow ist doch gar nicht dabei. Ja, aber irgendwie habe ich das da gerade noch. Geradezu liegt irgendwo eine. Ich würde sagen, wir gehen einfach zur Militärbasis weiter erstmal. Ach, da, ja. Bringe Dingens. Ja, ist gerade in der Nähe. Machen wir einfach die Hauptquest gerade mal weiter. Werden wir schon zu dem anderen Ding früher oder später hinkommen. Mhm. Wo rennst du jetzt lang? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich laufe immer. Ich bin Schlange, ich will mich anstellen. Ach. Bananen. Ja, Bananen. Oh Mann. Früchte. Aber keine Bananen. Toll. Äpfel. Ah. Da hinten. Du irgendwo? Du kannst gleich liegen bleiben, Freundchen. Ich bin jetzt übrigens nicht in deiner Nähe, ja? Och nee, ich hab einen Schreier hier. Ich will keinen Schreier. Du kannst gleich mal eine Handgranate haben. Ganz auserlesen für dich. Wo bist denn du eigentlich? Wo? Hä? Ach, da. Au. Ich hab ein Geschenk. Der ist tot. Sehr schön. Ich hab den Schreier getötet. Geht das auch leiser? Scheiße. Geh mal zur Seite. Ich? Ja, besser ist es auch. Warum? Oh Gott, oh Gott. Tot, scheiße. Das war zu früh. Schön. Aber die anderen sind auch tot, ne? Ja. Ja. Die meisten. Ich hab mich geopfert. Ich wollte dich gerade wiederbeleben, aber es ging anscheinend nicht. Du hast ein so kurzes Zeitfenster, da musst du so schnell reagieren. Und wahrscheinlich nicht 3 Meter weit wegstehen. Ja, das ist halt manchmal ganz komisch. Jeder hat noch meine Machete. Gib mir meine Machete, bevor. Haltet den Dieb, er hat meine Machete im Rücken. Oh, Aufzeichnungen habe ich hier gefunden. Hier auf dem Tisch, Aufzeichnungen. Aufzeichnungen. Ah, jetzt quatschen die wieder. Ja. So, wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Die erzählt irgendwas über die militärische Einrichtung hier. Ah. Was ist denn jetzt? Ich hab kaputt geschlagen. Ach so. Du rennst immer irgendwo anders lang als wie ich, war?
Als wie ich, ja. Als wie ich, Und nur, oh, scheiße, jo. Ich könnte kötzen. Ja, ich habe auch das falsche Ding drin gehabt, ja. Gerade gewundert. Ich bin unterwegs. Wohin? Zu dir. Ich bin oben. Ach so. Du, ich bin gleich beim Dingens. Ja, warte mal, ich wollte hier noch ein bisschen gucken. Warte mal, den hauen wir jetzt um. Hau ihn um. Zack. Ah, jetzt duckt er sich, was ist das für ein Affe? Ach, ich mache ja Livestream nebenbei, wa? Wir machen mal jetzt Pause, habe ich gerade beschlossen. Ach so. Ja, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Aber der Livestream bleibt an. Der bleibt. Bleibt an. Oh. Du machst also jetzt Pause, ich mache jetzt weiter und wenn ich das Ganze als Let's Play einzeln nochmal schneide, ist da auch Pause. Ja, dann so würde ich sagen, läuft das. Für meine Leute sehen wir uns morgen 19:30 Uhr wieder bei Let's Play Dead Island Riptide Part. Hasen gesehen, 37. Ja, das kommt sogar hin. Das kommt hin, oh, Wahnsinn, das ist ein Traum. Ja, macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. So, Livestream bleibt natürlich an, also. Keine Sorge. Ja, nur ich muss das schneiden. Das wäre sonst ein komischer Livestream. Ja. So, schneiden 20, muss ich auch. 20 Minuten Livestream, kennst du das nicht? Ist mir neu. Aber ist bestimmt auch ein sehr erfolgreiches Konzept und. Ja. Ich gehe mal hier. Kannst du mal. Nein! Was ist los? Ja. Okay, ich hab grad. Dachte schon wieder Scheiße gemacht, aber ging. Warte. Hab grad Outer City falsch gespeichert. So. Boah, der. Halt die Fresse! Drei, endlich! Wo? Eins. Alles klar, läuft. So, wo bist du? Ich breche hier gerade eine Tür auf und hab vorher noch einen erschossen. Der wollte nicht still sein, der war laut, das war eklig. Ich die Tür auf und hab vorher noch einen erschossen. Ja, hier durch das Gitter durch. Das. Hier ist übrigens eine komische Doppelkampfklinge, habe ich auch noch nie benutzt bisher, weil wir keine scharfen Waffen nehmen. Alles kacke. Hey, wohin nehmen wir mit? So eine Schaufel macht sich eigentlich optisch auch immer wieder geil, aber schade, Schaufel? Dass die so schwach sind, wa? Keine stumpfe Waffe, doch ist eine stumpfe Waffe. Ja, ich hätte gerne eine Epic-Schaufel, irgendwie sowas. So, wollen wir weitermachen? Also, für mich? Ja, na klar. Aber geh mir mal aus der Tür, bitte, sonst kriegst du gerade. Geh mir aus der Sonne! Ah, so. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide Part 37. Ja, oh, immer so eine Sache. Mit den Zahlen, ey. Ich kann auch nicht zählen und so. Ich vergleiche eigentlich nur. Ja, und naja. Der Livestream läuft immer noch. Ja, ja. Wir sind auf dem Weg in die Militärbasis. Junge, was ist los mit dir? Obwohl wir eigentlich. Na? Ein Kino haben, ne? Ja, aber nee, man muss sich ja immer steigern im Leben. Und ja. Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, du läufst rechts, ich gehe links lang. Was hältst du davon? Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Die haben gesagt, die schießen auf uns. Die machen uns kaputt hier. Vergasen uns erstmal. Ich glaube, das ist die Alarmanlage. Oh Gott, was ist denn das für immer? What? Ein Wrestler. Komm weg da. Ich habe keine Gesundheitsanzeige. Das ist schön, dann. Ah, habe ich wieder. Mit. Keine Gesundheit, kein Problem, wa? Ja, ja. Unverwundbar. Ich wollte jetzt eigentlich eine Granate werfen, aber ich sehe schon, du haust. Okay. Hä? Mach. Okay, weg. Hä? Oh. Was zum. Naja, gut. Ich bin einfach weitergegangen. Der Boden ist vermint. Das macht Spaß. Es wird dunkel. Was zum. Oh Gott, der Wrestler ist noch da. Aber der hat gut Schaden genommen durchs Feuer. Sehr schön. Sehr so schön. Einfach in die nächste Zwischensequenz laufen. Ja. Zerstöre die. Aua, Feuer. Alpha Mann, 1 und 2. Oh, ich krieg. Kotzen. Zack. So, warte, die Sirene. Ich habe ja noch eine Pistole mit ein paar Schuss. Aber was ist denn die Sirene? Was ist da eine Mine? Kann ich auf die schießen? Kannst du schießen, ja. Schon besser. Gehen die bei dir nicht weg? Doch. Ach, die Sirene, ach so. Oh, ja, stand zu nah. Nicht so nah. Bist du immer noch? Ja. Alles okay. Gut, warte, geh mal weg. Das klappt natürlich nicht, ne? Granate auf die Minen wirft. Okay. Bisschen Feuer. Hohl. Wow. So viel.
Eine Granate? Da hinten kommt ein Wrestler. Hör mal auf zu schießen. Oder schieß auf den Wrestler, damit er zu uns kommt. Lass den mal durch die Mine rennen. Ich glaube, das kommt gut. Ja, komm, komm, komm. Noch her, genau. Na, so mögen wir das aber. Headshot. Sehr schön. Ich habe einen Aufstieg, alles klar. Oh, und er hat noch Kohle bei. Er hat Geld bei. Okay. So, um den... Boah. Alles klar. Schön, dass die für uns die Minen ein bisschen aus dem Weg räumen. Ist sehr nett von denen. Einfach alle kaputt schießen. So. Ist irgendwo noch eine Sirene? Ich höre auch gerade keine Sirene, ne? Also hören tue ich eine. Geh weg. Boah, ich bin mit den scharfen Waffen so arschlangsam beim Zuschlagen. Aber die machen so geile Splatter-Effekte. Ja, das stimmt, ja. Och, das bist du. Ah. Ach, oben. Oben ist der Infizierte. Ach, wo? Ach, da. Oh, ich hasse die. Die kommen immer so angerannt. Okay, aber wir müssen jetzt eigentlich nach rechts. Was ist denn das hier? Einfach mal im Stacheldraht hängen geblieben, die Alte. Oh, praktisch. Okay. Sollten wir uns merken. Okay, also Minen sind wow. Wenn das hier die Alarmanlage ist, na dann gute Nacht. Ja, ist ja kein Wunder, dass so viele kommen, wa? Okay, hier sind weitere Minen. Warte mal, wir haben hier zwei Punkte. Ach, wir haben drei Punkte sogar. Hinter dir. Sirenen. Ach so, ach, guck immer an. Hab mal. Oh, Mine. Pass auf, ja. Mine. Ich hab nicht mehr viel Schuss, das ist das Problem. Ja. Ach, scheiße. Stand nicht zu nah dran. Mann, die gehen mir so auf den Puffer, ey. Weg da. So, ich kümmere mich mal. Ich geh mal hoch, ich hab noch 8 Schuss. Ja, ich auch. Warte. Ah, scheiße, warte. Ja. Denkt damit die Mine, die Sirene von Weitem jedenfalls nicht. Scheiß Infizierter. So. Waffen jetzt hier. Okay, einfach mal ein paar Arme abgeschnitten. Ja. Scheiß, ey. Geht's hier lang? So viel wie jetzt schon wieder angerannt kamen, muss das hier ja frei sein. Oh, schön. Munition. Draußen explodieren die Böller wegen dem Fußballspiel. Ja, ich höre es irgendwie. Das ist dann immer so typisch Hellersdorf, glaube ich. Das ist auch sehr atmosphärisch irgendwie. Wenn im Hintergrund mit, dem Minio. Boah. Irgendwie was. Das Ding jetzt vom Nahen mit einer Schrotflinte auseinandergenommen. Okay, hier drin ist. Es kommt einer. Ist einer drin bei dir? Aufzeichnung habe ich hier. Ah, ja. Verdammt, komm her. Ich habe dich gewarnt. Ach, der ist kaputt gegangen. Ja. Okay, ah, da ist eine Mine, aufpassen. Nicht okay. Da raus. Hier ist noch eine Kiste. Nee, nichts Nützliches. Gut, da das Handbeil. Uns nicht viel. Okay, dann mal auf die andere Seite da, beziehungsweise ja, das andere. Zum letzten Punkt. Nee, es sind noch zwei. Ach so. Dahinter kommt auch noch ein E, ne? Mein Handy ist auch noch nebenbei aktiv. Ach, siehst du mal, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ja, habe ich, keine Sorge. Wie gesagt, ich habe einen neuen Zettel jetzt hier zu liegen. Der neue Zettel? Der neue, der ist noch fast jungfräulich. Der richtet alles. Bumm, ah, pass toll. Auf, ach, und mein Kind ist natürlich auch wach. Was ist los, Pippi? Du hast Angst. Die machen Silvesterkracher, obwohl nicht Silvester ist. Weil die Idioten irgendwo Fußball spielen. Was willst du jetzt machen, Pippi? Geh mal auf Toilette, bitte. Sei mal so lieb. Wie zerstörst du eigentlich? Oh Gott. Die Sirenen. Kaputt schießen. Achso. Oh. Ja. Geh mal. Irgendwie hier am Rand. Na, die Frage ist, was haben die vorne Reichweite, ne? Die Minen. Pass auf, hinter dir. Gute. Eine gute. Ah. Nicht gut genug. So. Sehr schön. Kontrollpunkt. Was? Kontrollpunkt? Ja, links steht das bei mir.
Ach, da habe ich immer ignoriert die Stelle. Habe ich lange nicht mehr gelesen, dass der Kontrollpunkt steht. Okay. Aua, ich habe ihm den Arm abgeschossen. Ich höre. Munition. Ich höre schwere Schritte. Was Riesiges höre ich. Ja. Wird ein Rammer sein. Ich würde sagen, das ist was Neues und was viel. Ah, ne, okay. Ist ein Rammer. Au, 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 au. Scheiße. Ne, es ist ein Wrestler. Achso, mehr. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich ein Rammer. Warte mal. Ne, ist ein Wrestler, okay. Ja, hast recht. Oh, die gehen mir auf den Sack mit ihrem Silvesterkracher-Ding hier. Hast du sowas? Also jetzt nicht nur speziell Fußball, sondern allgemein irgendwie so mitten im Jahr. Muss sowas nicht sein. Muss nicht sein, das stimmt. Nee, Mäuschen, die machen das nicht, weil es Kindertag ist. Die machen das, weil irgendwo wieder welche Fußball spielen. Die feiern Kindertag, hast du vollkommen richtig erkannt. Ich glaube, Deutschland spielt gegen Bayern. Nein, Stuttgart gegen Bayern. Ja, Deutschland spielt gegen Bayern. Ach so, na ja, gut. Ja. Oh, böse. Ich weiß nicht, wer bei Stuttgart gerade spielt so richtig, aber... Hab da auch weder Interesse noch Durchblick bei sowas, also... Ich mach mal die Sirene aus. Oh ja, bitte. Hier liegen... Oh, eine Schrotflinte. Die nehme ich mit. Ah, eine Schrotflinte. Die wird aufgewertet. So, suche einen Eingang ins Gebäude. Das können wir doch schon. Wir können die Türen benutzen. Ah, hier ist noch was. Ich auch. Willst du nochmal einen Schluck trinken gehen? Gut. Das glaube ich dir. Das sind wirklich ordentlich die Kracher. Hier ist übrigens ein Bauplan. Ah, okay. So. Gute Elektrosturm. Und da ist noch ein... Eine Werkbank. Eine Werkbank. Die ist gut, die brauche ich gleich. Alles klar. Ich hab nix mal dran. So, ich guck mal. Das sind immer die Momente, wo ich ganz froh bin, dass hier gerade nichts passiert. Das stimmt, ja. Also es könnte schlimmer sein. Ich halte sie von dir fern. So, ich werde mal hier die nächste Schrotflinte erneuern. Suche Sprengstoff. Zack. Ja. War vom Witz eigentlich weg. Und wie willst du das machen? Nee. Ja, die hören schon wieder auf. Zweite Halbzeit geht gleich los. Warte, guck mal, wie spät es ist. Nee, ist gleich vorbei. Na siehste. Ist gleich Abpfiff. Ja. Mäuschen, habt ihr dein Kuscheltier? Geh wieder ins Bettchen, versuch zu schlafen. Ich hab Geheimakten gefunden. Dann nimm dir eins. Should be here somewhere. So schlimm kann es nicht sein, der Hase liegt völlig entspannt auf dem Teppich. Das ist er vielleicht gewohnt. Hier sind Geheimakten. Geheimakten? Ach, die habe ich vorhin schon. Ach so, na. Ja, nimm dir da eins und dann gehst du ins Bettchen, okay? Super. Okay. Verhandlung ist alles. Das Kind könnte Politiker werden. Aber ich möchte auch das. Nein. Aber dann darf ich vielleicht das. Nein. Aber dann das. Ach ja, mach doch einfach. Einfach so lange nerven, bis es kriegt. Ja. So in der Art. Wo ist ich glaube... warte mal, ich muss mal hier kurz... Boah, hier liegt Munition rum ohne Ende. Entschuldigt mal. Ich muss mal ganz kurz meine Waffen einmal durchgehen, damit ich überall nachladen kann und die Moon einsammeln. Das sag ich schon wieder, Moon. Die Moon. Moon. Brüderchen, gib mir die Moon. Ich muss die Moon einsammeln. Oh, 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 oh. Hab auch nie verstanden, warum man in Fallout zum Beispiel irgendwie mit Kronkorken wohl angeblich bezahlen kann. Weil Geld da keinen Wert mehr hat. Ja, aber Munition macht doch viel mehr Sinn. Das stimmt. Deswegen. Sprengstoff gefunden. Oh Gott. Oh yeah. Du und Sprengstoff, das kann nicht gut gehen.
Jetzt Richtung Hauptbasis und schön aufsprengen. Genau. Ja, und damit, dann, weißt du, dann kommen alle hin, dann müssen wir das Ding wieder verrammeln, weil wir es vorher aufgesprengt. Ich habe einen Vessel gefunden. Schon wieder. Okay, Puppy. Boah. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, versuch das mal. Die werden schon noch aufhören damit. Ja. Ja. Gemein. Ah ja. Kinder, Kinder, Kinder. Heute bin ich, ja, Kindertag. Wo sie es gerade erwähnt hat. Gute Nacht, Pippi. Ah. Sitzt in der Tür und diskutiert noch weiter. Ist der Hammer. Ja, heute ist... Habe ich das eine, jetzt will ich auch das andere. Nee, es ist einfach nur nack, nack, nack. Es ist so gemein, dass die so viel Krach machen, obwohl es schon Schlafenszeit ist. Ja, einfach nur, um noch Zeit zu schinden, um nicht ins Bett zu müssen. Nee, das ging gerade. Da haben, aber so eine Sachen hat sie auch drauf, wie jedes Kind einfach, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir das nicht selber kennen würden. Da kennen wir alle unsere Tricks. Junge... Alter, was machst du? Was tust du? Junge! Okay, ich dachte was Größeres. Das war aber eine Menge Dynamit und dann so wenig Bums. Und dieses kleine Tor soll die abhalten. Das soll die also abhalten, das kleine Türchen hier, ja? Betrügt die Militärbasis. Kapitel 9. Brandbekämpfung. Kugge in der Schau, ne, Kick in der Schau. Kick in der Schau. Das ist ja auch geil. Okay, ich glaube, hier ist es nicht mehr ganz so. Scheiße. Nicht mehr ganz so sicher, würde ich sagen. Yep. Yeah. Ich schalte den Stromgenerator an. Oh Gott. Ich mach mal eine Taschenlampe an, ich sehe ja auch nichts. Ach, wir haben ja noch eine. Und der Tee war die, wa? Ja. Joa. Nicht wie bei Metro. 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 Die Gründe aus dem Metro. Warum liegen die hier alle rum? Die sind alle tot. Ach, guck dir die doch mal an. Der kann nicht tot sein. Steh auf. Steh auf. Machen wir das Radio an hier. Oh ja, bitte. Oh, Oleander im Mülleimer. Hä? Mach's wieder aus. Scheiß Teil. Ah, was haben wir da? Ach, ein Medikit. In den Keller sollen wir? Ja. Ab hier runter. Sieht schon ein bisschen aus wie Metro. Naja, gut, von so einer Militärbasis erwarte ich aber auch so einen Keller. Ja, das stimmt. Ich könnte jetzt schon wieder über eins der Metro-Bücher erzählen. eins, oh Gott, welches war das? Das Marmorne Paradies, genau. War auch im Umland von Moskau, glaube ich. Und das waren welche, die sich aber in einem Bunker unter einer Schule außerhalb von Moskau einquartiert haben. Mit was fängt man da eigentlich an? Mit 2033, ne? Eigentlich ja, aber hat mich Junk heute auch gefragt, aber von der Story her kannst du, glaube ich, auch Last Light einfach anfangen, das geht schon. Okay. Bleib ich halt auch liegen. Überlegt, weil eigentlich ist es ja ganz geil. Es ist geil und 2033 hatten wir schon mal, es ist halt der schwerere Teil von beiden. Ja. Licht, Licht, jawohl, naja, fast. Ja, nee, auf jeden Fall, der Teil, da haben die zum Beispiel außerhalb von Moskau gelebt sogar und dadurch war es da nicht ganz so stark verstrahlt. Und die haben halt in einer Schule gehaust oder einen Bunker unter der Schule. Okay. Da ging es dann darum, dass welche von da aus losgereist sind, weil sie ein Mittel gegen eine Krankheit brauchten. Und diese wollten halt nach Moskau. Da sind die unter anderem einen Amazonenstamm begegnet, die ihre Häuser auf alten Strommästen gebaut haben. Okay. Ja, damit sie halt außerhalb der Reichweite von den meisten Monstern unten sind. Ja, das ist nicht so dumm, ne? Eigentlich. Darf ich mal kurz? Ey. Ich glaube, wir kommen da nicht rein. Aber der ist schon mal tot. Ich guck mal hoch. Ach ja. Wäre eine Idee wert. Hier ist auch zu. Die Kameras sind noch an, das ist verdächtig. Hier geht's durch. Hier auch. Achso. Oh Gott. Ah, er brennt ein bisschen. Wir haben eine Gasmaske. Oh Gott. Ja, nicht in diesem Spiel. Leider. Ich hab. Glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ich hab gestern eine aufgehabt. Mal wieder. Von der Polizei eine. Ich war gestern auf der Jugendmesse und da.
Ja, da stand halt unter anderem auch die Polizei, haben wir ein bisschen ihr Equipment gezeigt, auch die sicheren Klamotten für Aufstände und sowas und Demos. Okay. Warte mal, ich werf mal eine Granate rein. Die Boots sind schon. Da. Okay, ich glaube, wir gehen da nicht rein, ne? Nee, erstmal nicht. System. Was steht denn hier eigentlich drauf? Oh Gott, ein Ramon. Beziehungsweise, nee, was ist das? Ich kann es nicht richtig lesen. Grenadier. Ramon sieht anders aus. Das ist ja ein Schläger. Schläger, ich schlag dich. Zack, zack, knack, knack. Mehr Ausdauer. Ich will mehr Ausdauer. Ach, der lebt noch. Ja, ja, ich musste nur mal wegspringen. Tut mir leid, dass der noch lebt. Warte, ich ändere das. Der andere, geh oder hinter mir. So. Hä? Oh Gott, kommen die jetzt auf einmal alle her? Was denn? Geht doch. Der hat eine Tür aufgemacht, der eine. Geil, so muss das. Einfach so die Tür aufgemacht. Ich habe hier, naja, kein Löschsystem, aber ein Feuerlöscher. Der könnte eigentlich auch helfen, wa? Jo, zieh dir erstmal eine Coke rein, ist in Ordnung. Das war ein Energy Drink, stand da. Haben wir eigentlich schon Pause gemacht? Nee. Du hast wieder eine extra lange Folge, ich auch. Nein. Ja. Ja, dann wollte ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier geht alles zugrunde. Zur Hölle. Und zur Hölle. Zum Zack, Zack, Zack. Ja, wir sehen uns morgen wieder 19:30 bei Dead Island Riptide. Part 38, macht's gut. Ja, bis dann, Leute. Tschüss. da kommen welche, Ich hab alles im Griff. Ach, 19 Minuten, geht doch. Ja. War ja schon mal mehr, wa? Voll drin, ja. Was ist der denn drauf, der Zombie? Der läuft einfach ins Feuer rein. Ich hab ihn mal erlöst. So, 37? Ich bin voll der geile Schütze. Klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber wenn ich dauernd hier Kopfschüsse verteile, darf ich das ja wohl behaupten. Ah, hab die Tastatur und auf meinem Schoß und die Maus auf dem Dingens. So, da kann man nicht so gut schießen. Ja, aber ich bin glaube ich auch nicht mehr so krass. Ich habe ja Counter-Strike ewig gespielt. Mit Dan und so. Ich hab mal das aktiviert. Shit. Hätte mal warten sollen, bis du aufnimmst, wa? Ach nö, ach so egal. Bevor du weitermachst, ich muss mal kurz ein Tiefgeschrank und nächstes Bier holen. Okay, dann gehe ich eine rauchen. Okay, das mit dem Livestream, ja, ist jetzt gerade mal Pinkelpause. Ja. Bis gleich. Wir kommen in 5 Minuten, Mütter. Macht's gut. Ja. Doing? So, also ich bin für meinen Teil wieder da. Ganz kurz hier mal ein bisschen gucken. Was habe ich denn hier eigentlich so für Blödsinn noch als Szenerien? Okay. Da anscheinend gar nichts. Mediafile Logo. So. So, jetzt kann ich nämlich mal kurz ganz gemütlich auf meinen Desktop und ihr müsst ja nicht mal alles sehen.
Ihr hört schon mehr als genug von uns und Livestream und hast nicht gesehen. Und mein Firefox braucht gerade mal wieder Ewigkeiten, bis es aus der Pushen kommt. Herrlich, herrlich. Also ich bin auch noch gespannt, wie das Ganze am Ende funktionieren wird. Mit dem Ganzen von Twitch runterziehen und installieren mit Schneiden. Ich muss mir alles noch in Ruhe angucken, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Und ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade da groß erzählen soll. So ein bisschen die Einfälle. Ich könnte ja noch was von der Ju erzählen, solange wie der Kalix noch eine rauchen ist. Und zwar ist das, wer es nicht weiß, die Jugendmesse in Berlin. Oder eine Jugendleitmesse oder irgendwie sowas in Dreh, Kulturleitmesse. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall geht's dabei darum, dass unter anderem halt Lifestyle gezeigt wird, neue Produkte, neue Möglichkeiten. Sehr viel Beauty gerade für Frauen, oder eher für die Mädels in dem Fall, weil die ist ja so eher ab 14 empfohlen. Ich könnte wahrscheinlich auch ab 12 sagen. Das ist halt. Sind so ein paar von den Räumen. Musik ist da auch ein sehr, sehr großes Thema. Gibt es dann zwei Hallen, wo wirklich, wo es sich um Musik dreht, um mitmachen, mittanzen. Was ich eher wichtig fand, war eher der Bereich für die Ausbildung und Zukunft. In Zukunft, genau. Dort gab es zwei große Hallen, die eine von der Bundesagentur für Arbeit, eher offen und hell gehalten, dafür ein bisschen kühl und nüchtern, wie ich fand. Und die andere bunte Halle, dafür irgendwie mit einfach mehr Leben, war mit verschiedenen Anbietern, unter anderem die Handwerkskammer, Knappschaft, also von Versicherungen. Da waren viele einzelne Versicherer waren da, der Bundestag war selbst auch da. Fand ich persönlich ziemlich gut, habe mich mit denen ein bisschen unterhalten. Da sind immer noch Lehrstellen letztes Jahr frei gewesen, wofür man nicht mal unbedingt Abitur braucht. Also schon alles ziemlich cool. So. Ich glaube, am Livestream liegt es gerade, dass mein Firefox ziemlich rumlaggt. Soll es ja geben. Ach ja. So, ich sag mal schon mal Prost. Oh Gott. Eiskalt. Wow. Und Schwarzbier. Ah. Firefox kommt nicht aus den Pushen. Dann leck mich doch. Scheiß Firefox. Brauch dich nicht. So. Ach, kann ich ja schon mal aufsteigen nebenbei.
So. Da bist du wieder. Jo, ich habe noch schnell Toast gemacht. Hunger? Ein bisschen. Okay. Wenn eine Frau nicht zu Hause ist, dann macht sie uns das Essen, ne? Ja, keine Frau in der Küche, die ein Sandwich macht. Ja, so sieht's aus, ey. Mm. Wir gehen heute wahrscheinlich doch nicht mal tanzen. Sag ich, ist müde. Wovon bloß? Ah, wesentlich schnell. Keine Ahnung. Ich habe festgestellt, dass mein Firefox ein bisschen langsam ist, wenn ich gerade Stream mache. Ja, das ist normal, ne? Nee, auch das gesamte Programm, nicht nur Internetaufrufe. Ach so. Das, will es eigentlich seit einer geraumen Weile jetzt schließen. Läuft nicht so. Ach, will nicht so wirklich, wie ich will. So, ich schmier mal gerade mal raus. Ja, ja. Ich habe jetzt hier noch ein Schwarzbier. Keine Ahnung. Ich ist noch vom Grillen, als ich das Fleisch im Bier eingelegt habe. Dunkles, ein helles und Zwiebeln dazu war die Ansage. Geil. So, ich habe zwei dunkle, zwei helle gekauft und eins davon ist noch übrig geblieben. Das habe ich im Tiefkühlschrank gepackt vorhin. Knobs, Knobs. Boah, ey, Firefox, das ist ja echt ekelhaft. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das gesamte Programm so dermaßen mal gar nicht klarkommt. Oh Mann. Habe ich einen Knast, ey. Wir haben noch Nudeln. Ja, ich habe ja für einen Auflauf Essen gekauft. Mhm. Wir machen dann nachher noch einen Auflauf. Nachher noch. Ja. Wir essen immer sehr spät. Wir sind nachtaktive Menschen. Ja, das hatte ich früher auch mal, das Problem. Das legt sich dann einfach, wenn du geregelte Essenszeiten haben musst. Mhm. Beim Kind geht das ja nicht anders, ne? Ja. Wobei das bei mir dann meistens so durchkommt, dass ich irgendwann so gegen eins auch wieder Hunger kriege. Ist halt normal, wenn irgendwie so 18, 19 Uhr Abendbrot isst, wa? Ja, das habe ich auch immer das Problem. Aber ich habe auch Hunger, wenn ich um 22 Uhr was esse. Habe ich immer 1 Euro oder Hunger. Hm. Hm. Total schlimm. Firefox ist immer noch nicht geschlossen. Mm. Ah, übrigens, ich kann dir einen sehr geilen Pizzamenschen empfehlen. Falls du mal in der Turmstraße sein solltest. Hm. Pizza und Pasta. Okay. Besser als Vapiano. Als wer? Das ist so eine Pizza-Ecke. Ach so. Ich bin bei sowas immer nicht so wählerisch. Ja. Ich bin anspruchsvoll. Bei Döner bin ich das. Aber es liegt daran, dass ich echt früher so haufenweise Döner gegessen habe, dass ich, ich konnte es dann echt auch irgendwie ein halbes Jahr lang gar nicht mehr sehen, das Zeug. Okay, ja, das kenne ich ja so. Mittlerweile geht's wieder, aber genau der bei unserem Bahnhof schmeckt einfach nicht. Ich immer noch im Bahnhof weiterfahren und da schmeckt er ganz gut. Ja, und dann, ob sich das denn lohnt, ist die andere Frage. Ja, und der Schöneberg, der ist lecker. Schöneberg, brauche ich noch nicht. Ja, das ist auch im Süden von Berlin wiederum. Ja, gut. Ja. Da sind wir jetzt nicht so häufig. Eben. Ja, so Mitte. Hm. Ja, aber da ist geil. Da ist ein so ein Dönerladen, der hat, glaube ich, 10 verschiedene Soßen. Hm. Und war halt cool gewesen irgendwie. Da war ich dann halt zum ersten Mal da, hab mich gewundert, was ist das denn für eine Liste? Hast du denn so eine Sachen, also neben normalen Kräuter und Chili hast du nochmal extra scharf. Aber da gibt es auch sowas wie Mango, Hawaii und Erdnuss. Okay. Klingt zwar komisch, aber also gerade sowas mit Erdnussbutter esse ich eigentlich sehr gerne. Solange es schmeckt, ne? Ja, mir schon. Ich esse zum Beispiel auch Erdnussbutter, ja, auf Toast Erdnussbutter mit Nutella oder so. Ich habe noch nie Erdnussbutter gegessen. Ist sehr
Fettig, glaube ich, würde ich denken. Und so ein bisschen salzig halt. Mhm. Deswegen esse ich das so gerne, weil dieser Mix aus Süßem und Salzigem total cool ist. Aber das muss man mögen, also. Ja, das ist Geschmackssache, habe ich halt auch gehört, so. Danke ist auch so einer, der würde auch Salami mit Nougat essen. Okay. Hab ich auch schon mal probiert. Das schmeckt besser, als man denkt. Weil es halt auch diese Mischung ist. Mhm. Was auch total geil ist, also sagt Sunny, habe ich noch nie probiert, hat es in Spanien gelernt, wenn man keinen Nutella zu Hause hat, kann man auch aufs Brot oder so Kakao machen. Kakaopulver. Okay. Bisher so noch nicht probiert, aber ich glaube, ich habe sowas schon mal gehört, irgendwie. Kakaopulver. Soll so gut, ganz geil sein. Hm. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ach klar. Joa, wollen wir weiter? Ach. Homer Simpson spielt noch ein paar Sekunden auf dem Pad und dann geht's los. Homer Simpson? Ich spiele nebenbei auf Android so ein Social Game Kram. Von Simpsons aber. Achso, was du an der Bahn hattest. War das? Ja. Hast du auch Dings angehabt, ja. Ah, gut. Duff Bier. Duff Bier. Schmeckt schlecht. Oh, so viel Text gerade. Sag Cletus. Sag Cletus, er soll Schnaps brauen. So, Cletus, kennst du nicht Cletus von den Simpsons? Den der Hinterwäldler. Ach so, oh, stimmt. Cletus waren die Hinterwäldler, Jungs da. Egal, so. Ich glaube, Jungs, also wenn das hier stimmt, was mir das Stream-Programm ansagt, habe ich genau 0 Viewers, von daher kann ich sowieso erzählen, was ich will. Aber ich hätte es auch nicht erwartet, so spontan. Ja, nee, das war. Aber. Mal gucken, wie das Ganze denn klappt, einfach mit dem auf YouTube rüber zappen oder halt. Ja. Also theoretisch kann man ja mit dem YouTube-Video-Editor auch schneiden. Huch, jetzt wollte ich gerade mit dir handeln, Entschuldigung. Echt? Hier, drück. Ja. Hab ich nie probiert. Hab ich mal zwischendurch gemacht. Ist jetzt, naja, also schneiden, das geht ganz gut. Hm. Für alles andere sollte man dann einfach schon wieder was anderes nehmen. Ja gut, das stimmt, ja. Also du kannst schneiden, du kannst also auch mehrere Szenen aus verschiedenen Videos, die du vorher natürlich hochladen musst, aneinander rein und dadurch ein Video zusammenfügen. Okay. Hm. Das geht. Bloß nicht. Interessant. Was steht denn hier? Gut zu wissen. Warte mal, Blueberries aren't blue. Picturing ovulation, John McCain's daughter is in Toronto. Keep the Marva away from face. The marker, würde ich denken. D.F. Wallace writing about John McCain. Alles komisch. Colin Red Shirt activated urinal. So, ich zieh schon mal runter. 3, 2, 1. Steht irgendwas über Urinale und Blaubeeren, die nicht blau sind. Urinale, ja. Blueberries aren't blue. Naja, die sind irgendwie eher lila, wa? Das, ja, eigentlich ja, ne? Zumindest wenn ihr sie zerquetscht. Ja. Das ist schlecht. Ja, komm, na klar. Nuklumon. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide. Folge 38. Wir sind hier immer noch in der Militärbasis. Ich habe aus Versehen offscreen für alle, für die meisten, das Feuer schon mal gelöscht, was hier so wütete. Ja. Und. Verkackt. Verkackt. Um Arsch. Ja. Nee. Mal gucken, was hier jetzt so abgeht. Ich bin gespannt. Ich auch. Hier ist ja irgendwie kein Schwein mehr da. Was ist denn das hier? Die haben sich irgendwie zurück. Hä? Geht das? Verkackeier. Verkackeier. Oh, hier ist ein Freund. Ein Freund? Ich hab gerne Freunde. Oh. Ein toter Freund. Du drückst die immer ganz doll, ne? Ich hab ihn kaputt gemacht. Oh, weil das. Einen neuen haben. Tut mir leid, die, nicht. Liefern wir nicht. Wir müssen. Also, wollen wir eigentlich hin? So, ich. Hier geht's durch. Ich hab ja. Wir haben ja unten rechts so unseren kleinen. Da, der sagt, wir müssen hier lang. Rein müssen wir. Mit ihm.
Er liegt hier nur so. Wow. Da ist irgendwas explodiert. Ich hab hier noch Gitterstäbe und da müssen wir rein. Ja, also laut meinem Ding müssen wir erst hier lang. Ach so, ah, stimmt, ja. Zeig ich das Ding hier an. Wir sind wieder Freunde. Yeah, hey my friends, you need sunglasses. Wollen mich küssen. Mit Zunge. Mit Zunge. Na, ohne macht ja keinen Spaß. Egal. So, geht die Tür auf, ja? Nein, geh weg, du stinkst. Das muss stinken. Das muss stinken.